Guten Abend, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Wolf Iro und wir begrüßen Sie alle zu einer weiteren Diskussion aus der Reihe Gegenwart der Zukunft. Heute haben wir wunderbare Gäste. Aus Deutschland ist Peter Radke gekommen und wir haben Herrn Michael Novikov von der russischen Seite. Andrei Afonin sitzt in der Mitte, er wird die heutige Diskussion moderieren und er wird anfangs ebenfalls einige Worte sagen. Bevor das Wort an Peter Radke geht, möchte ich wirklich ein paar Worte ganz kurz sagen, dass wir vielleicht die Begriffe, uns jetzt auf die Begriffe einigen müssen, denn in letzter Zeit gibt es einen Trend zur Political Correctness. Und es ist nicht mehr so gängig, dass dieses Wort Invalide, auf Russisch zumindest, gebraucht wird. Man spricht von Menschen mit Besonderheiten in der Entwicklung, von Persönlichkeiten, die in einer behinderten Situation sich befinden oder von Personen mit Einschränkungen. Wenn wir nun über Behinderte reden, wozu brauchen wir denn die Political Correctness, damit wir hinter diesem Stigma der Behinderung die Person nicht verlieren und nicht vergessen, damit die Person nicht zu kurz kommt. Aber wir haben hier ganz wunderbare und hervorragende Gäste, die mit ihrem Leben bewiesen haben und immer wieder beweisen, dass dieser soziale Status auf keinste Weise das Wesen der Person und das Menschliche an den jeweiligen Personen verändert. Deswegen würde ich sagen, wenn wir das Wort Behinderter oder Invalid auf Russisch gebrauchen, so wäre es kein Problem. Wir sprechen hier von einer bestimmten sozialen Situation. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu. Und ich möchte auch noch sagen, dass das Thema der Behinderung, über welches wir heute sprechen, von uns relativ breit verstanden wird, aber ich möchte trotzdem noch einmal betonen, dass es verschiedene Behinderungen gibt. Es gibt Behinderungen, die angeboren sind, und es gibt Behinderungen, die irgendwie hinzukommen, nach einer Verletzung zum Beispiel. Diese Behinderungen unterscheiden sich voneinander, das muss man ebenfalls verstehen. Angeborene Behinderungen, dort gibt es ebenfalls sehr viele Formen und Arten davon. Es gibt verschiedene Störungen in der Entwicklung eines menschlichen Organismus und je nachdem, was für Störungen es sind, braucht man unterschiedliche Technologien, um dieser Person in die Gesellschaft zurückzuhelfen. Das ist auch ein sehr kompliziertes Thema. Für manche sind technische Mittel notwendig, für andere braucht man sonst noch was. Wir wissen immer noch nicht, was genau, und darüber werden wir heute auch reden. Und zum Abschluss meiner kurzen Einführung möchte ich noch einmal betonen, es gibt medizinische, soziale und biopsychosoziale Modelle, mit denen wir Personen mit Behinderungen wahrnehmen. Das müssen wir in unseren Diskussionen ebenfalls mit in Kauf nehmen, und auf der Homepage von Peter Radke finden Sie auch viele interessante Texte über ihn selbst und über seine Weltanschauung, über seine Wahrnehmung von sich selbst und vom Theater. Und dort habe ich einen wunderbaren Satz gefunden. Dieser Satz stammt vom Regisseur, der sehr viel für Peter Radke bedeutet, Georg Tabore. Wir alle sind behindert, lautet dieser Satz. Soweit mit meiner Einführung, und ich möchte Peter Radke bitten. Zunächst möchte ich danken dafür, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier über die Verhältnisse in Deutschland zu sprechen und in einen Dialog mit meinem russischen Kollegen zu kommen. Erlauben Sie mir, dass ich mit einem philosophischen Gedanken beginne. Keine Angst, der ist nicht von mir, der ist vom früheren tschechischen Präsidenten Václav Havel. Václav Havel hat gesagt, Hoffnung ist nicht, dass alles gut ausgeht, aber dass alles, wie immer es ausgeht, gut ist. Und ich denke, das kann ich schon an meiner eigenen Person deutlich machen. Ich bin 1943 in Deutschland, im Nazi-Deutschland geboren.
Und als ich meinen Eltern gezeigt wurde, war das für sie ganz bestimmt eine Katastrophe. Ein behindertes Kind in der damaligen Zeit, in einer Zeit, wo 200.000 Jugendliche, Kinder mit Behinderung und Krankheiten umgebracht wurden. Das war ganz, ganz schlimm. Aber all das, was ich geworden bin, bis heute, das verdanke ich meiner Behinderung. Wenn ich nicht behindert wäre, würde ich sicher nicht heute hier sitzen und zu Ihnen sprechen können. Hoffnung ist nicht, dass alles gut ausgeht, sondern dass alles, wie immer es ausgeht, gut ist. Die Behindertenbewegung, die Behindertenentwicklung hatte eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Davor hatte es diese Zäsur gegeben mit der Tötung von behinderten Menschen, von unheilbar Kranken. Und noch lange danach haben Eltern ihre Kinder versteckt, weil sie Angst hatten, diese Zustände könnten noch einmal kommen. Erst durch einen Holländer, Tom Mutters, wurde auf das Schicksal von geistig behinderten Kindern hingewiesen. Tom Mutters war damals für die UN zuständig für die damaligen Verhältnisse in Deutschland. Und er hat eine Organisation gegründet, Lebenshilfe, eine Elternorganisation, die erstmals damals für diese behinderten Kinder Fördermöglichkeiten schaffte. Kindergärten, Förderschulen, später dann auch beschützende Werkstätten. Das waren die ersten Anfänge der Behindertenarbeit nach diesen schlimmen Zeiten des Dritten Reiches. Später kam dann ein Skandal, der Menschen mit einer Behinderung in das Bewusstsein der Bevölkerung brachte, Contagan. Contagan war eigentlich ein Medikament, um schwangere Frauen ja es zu ermöglichen, ohne Schlafstörungen zu schlafen. Aber damals wusste man noch nicht, dass dieses Medikament ganz schlimme Auswirkungen hat, nämlich dass Missbildungen entstanden, dass keine Gliedmaßen oft vorhanden waren. Und dadurch, weil das eben jedem passieren konnte, jeder schwangeren Mutter, die ja nicht wusste, was für schlimme Folgen möglich waren, dadurch kam das Thema Behinderung plötzlich auch breiten Bevölkerungskreisen zu Bewusstsein. 1981 war dann das internationale Jahr der Behinderten. Damals hieß es noch Behinderten. Heute sagt man Menschen mit Behinderung oder eben auch die verschiedenen anderen Möglichkeiten erwähnt wurden. Aber man sagt nicht einfach nur Behinderte. Und es haben sich zum ersten Mal Gruppen gebildet, die in der Öffentlichkeit auf Fortschritte aufmerksam machten, die aber für diese Betroffenen eher Rückschritte waren, nämlich die Bildung von Fördereinrichtungen, die die Menschen zunächst einmal aussonderten.
zunächst einmal aus der Gesellschaft herausholten. Und dann sagten sie, ja, wir fördern sie, damit sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Und man fragte, warum musst du erst aussondern, um einzusondern? Ist es nicht sinnvoller, die Betroffenen in ihrem Leben zu lassen, in ihrer Umgebung? Die Einrichtungen waren sehr häufig außerhalb der großen Städte. Wir sagen, auf der grünen Wiese, weit ab, wo sie überhaupt nicht am kulturellen Leben, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten. Und es gab Gruppen, die dann demonstrierten, zum Beispiel, indem sie mit ihren Rollstühlen sich auf die Trambahnschienen stellten, um deutlich zu machen, wir kommen nicht in die Trambahn hinein. Oder andere, das Schlimmste, oder was heißt Schlimmste, das, ja, auf, ja, wie soll ich sagen, was am meisten die Aufmerksamkeit erregte, war, wie ein behinderter junger Mann den damaligen Bundespräsidenten mit der Krücke schlug. Aber diese ganze Bewegung hat es dann doch allmählich zu einem politischen Druck gebracht, der auch die Politiker, auch weite Kreise beeinflusste. Und nach kam eine neue Devise, ambulant vor stationär. Das heißt, dass man nicht mehr in den Einrichtungen, sondern wirklich unter der Bevölkerung, in den Wohngebieten, die Menschen mit Behinderung integrierte. Oder dass man begann, behinderte Schüler nicht mehr in Sonderschulen, sondern in der Regelschule zu integrieren, um auch das Zusammenleben von behinderten und nicht behinderten Schülern und damit auch für später Erwachsenen anzubahnen. Und es gibt da so einige Etappen. Das erste war, dass in unser Grundgesetz, das ist die Verfassung, aufgenommen wurde, dass niemand wegen seiner Behinderung diskriminiert werden darf. Später gab es dann ein Gleichstellungsgesetz, dass also alle Menschen gleich behandelt werden müssen. Du darfst nicht wegen einer Behinderung zum Beispiel bei einer Arbeitssuche abgelehnt werden, außer der Beruf oder das, wofür du dich beworben hast, ist einfach völlig unmöglich für Menschen mit Behinderung. Aber es darf nicht sein, dass du eine Bewerbung schreibst und in der Bewerbung erwähnst, ich bin behindert und deshalb schon abgelehnt wirst. Und das vielleicht augenfälligste Dokument ist vor kurzem die Ratifizierung der UN-Behinderten-Menschenrechtskonvention. Und ich gebe zu, dass ich sehr, sehr skeptisch war, weil Papier, so sagt man in Deutschland, ist geduldig. Das heißt, was auf dem Papier steht, ist noch lange nicht dann Wirklichkeit. Aber ich stelle fest, dass dies tatsächlich einen Wandel auch auf der politischen Ebene gebracht hat. Auf den verschiedenen Ebenen finden sich heute Gruppen, die Aktionspläne entwerfen. Denn das Ziel dieser UN-Konvention ist, dass Menschen mit Behinderung volle Teilhabe am Leben haben sollen. Zum Beispiel in den Medien, dass zum Beispiel Filme, Fernsehsendungen untertitelt werden müssen, damit
gehörlose Menschen sie verfolgen können. Oder dass der öffentliche Nahverkehr barrierefrei gemacht werden muss. Es wird sicher noch etliche Jahre dauern, bis diese Ziele der Konvention tatsächlich Realität werden. Aber es ist wie ein Leuchtturm, der zeigt, wo man hingehen soll, wo man hingehen kann. Und insofern denke ich, dass es ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt gefragt werde, wie die Situation von Menschen mit einer Behinderung in 20 oder 30 Jahren sein wird, so ist das natürlich schwer heute zu beantworten. Es gibt ein paar Punkte, von denen ich glaube, dass sie eintreten werden, nämlich, dass sich, erlauben Sie diesen Begriff, des Behindertenspektrums, das heißt der verschiedenen Arten von Menschen mit Behinderung, ändern wird. Es werden wahrscheinlich durch die wissenschaftlichen Fortschritte, durch die Medizin, der Anteil von Menschen mit genetisch bedingten Behinderungen zurückgehen, weil die Diagnostik von Menschen mit einer Behinderung fortschreitet. Umgekehrt werden Menschen, die durch Alterserscheinung behindert werden, und das macht in Deutschland immerhin 75% der behinderten Menschen aus, dieser Anteil wird wahrscheinlich noch steigen, weil unsere Bevölkerung immer älter wird. Das ist sicher ein Punkt, den wir heute schon voraussehen und auf den man vorbereitet sein muss, der aber auch bedeutet, dass jeder, der heute nicht behindert ist, sich klar machen muss, dass dadurch, dass er wahrscheinlich älter wird als in den früheren Jahrzehnten, er möglicherweise auch zu den Behinderten gehören muss. Was ich als Problem ansehe, wo ich ehrlich gesagt auch Angst habe, das ist die Zukunft der sogenannten nicht integrierbaren behinderten Menschen, geistig behinderte Menschen, Menschen, die die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt und die es auch möglich machen, dass Menschen mit schwerer Behinderung Arbeitsstellen finden, weil sie zum Beispiel den Computer bedienen können, weil sie die Möglichkeiten nutzen können, dass Menschen, die das nicht können, noch weiter ins Abseits geraten. Davor habe ich Angst, und das bestätigt sich auch bei meiner Arbeit im Nationalen Ethikrat, wo ich merke, wie hier eine Gefahr auch gerade auf Eltern zukommt, die eigentlich Ja sagen wollen zu ihrem behinderten Kind und die dann hören müssen, naja, aber das wäre doch heute bei unserem Wissensstand nicht nötig. Das also auf kurz, das, wie ich es heute im Augenblick in Deutschland sehe. Спасибо большое, Петр. Vielen herzlichen Dank, Peter. Michael, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Ich habe wahrscheinlich nicht so reiche Erfahrungen. Ein paar Worte über mich selbst, damit verständlich wird, wie ich meine Behinderung bekommen habe. Und mit 15 Jahren habe ich einen Autounfall erlebt und mein Rückgrat war gebrochen und das war das Jahr 1990 und an jeder Lebensetappe habe ich gespürt, wie sich diese zwei Welten voneinander unterscheiden. Vor kurzem war ich ein kräftiger
und aktiver Teenager, der Sport getrieben hat, der Mädels geküsst hat, der viel Lichtes in der Zukunft gesehen hat. Und plötzlich habe ich mich auf dem Rollstuhl vorgefunden und für viele Jahre war ich gesperrt in den Wänden meiner eigenen Wohnung. Ich ging nicht in die Klasse, nicht in die Schule, wie meine Altersgenossen. Die Lehrer kamen zu mir nach Hause und ich habe die Schule absolviert, vielleicht sogar mit besseren Zensuren, als es hätte sein können, wenn ich nicht behindert gewesen wäre, weil die Schule früher für mich nicht unbedingt die erste Priorität früher war. Aber jetzt haben die Lehrer teilweise zu ihrer Bewunderung eine gewisse Neigung zum Lernen in mir entdeckt, aber auch, dass ich die Schule recht erfolgreich absolviert hatte, hat mir keine Perspektiven eröffnet. Im weiteren Leben. Es gab nur eine Hochschule für Behinderte, die damals aufgemacht wurde. Das war die Hochschule an der Station Lesina Ostrowskaja. Weitere Hochschulbildungsmöglichkeiten gab es nicht und man hat diese Möglichkeiten nicht einmal erwähnt. Und das ganze weitere Leben war für mich unvorstellbar. Wie könnte man so ein Leben aufbauen? Wie könnte man ein vollwertiges Leben führen auf dem Rollstuhl? Ich war recht selten auf der Straße. Einer der Gründe waren die Stufen, die es in unserem Treppenhaus gab. 8 Stufen, die von dem Aufzug auf die Straße führten. Und zweitens war ich nicht unbedingt bestrebt, auf die Straße zu gehen, weil ich da nichts zu tun hatte. Neben dem Hauseingang zu sitzen, neben den Großmütterchen und dazu noch meine Freunde, mit denen ich vor kurzem noch Fußball gespielt habe, wenn sie an mir vorbeigingen, haben sie ihr Mitleid zum Ausdruck gebracht und mein Leben war zu Ende in ihren Augen. Und ich musste tatsächlich einen relativ holprigen, nicht einfachen Weg gehen. Die Behinderung an sich habe ich vor allem dadurch wahrgenommen, dass unsere Städte damals überhaupt nicht barrierefrei waren. Was hat mir denn geholfen? Zu der Zeit lernte ich einige junge Leute kennen, die an den Rollstuhl angewiesen waren, trotzdem aber ein aktives und interessantes Leben hatten. Das inspirierte mich und ich begann allmählich mein Leben wieder aufzubauen. Das ist jetzt vielleicht schwer vorstellbar, aber damals konnte ich mit meinem Rollstuhl U-Bahn fahren, welche überhaupt nicht barrierefrei ist, überhaupt nicht zugänglich für Rollstuhlfahrer. Ich konnte mit dem Rollstuhl Treppen bezwingen oder Rolltreppen oder Fahrstühle. Das schockte natürlich alle Passanten und andere U-Bahn-Fahrer und insbesondere das Personal der U-Bahn. Aber sie wussten eigentlich nicht so richtig, was sie in solch einem Fall tun konnten, mussten, durften. Und das rettete mich in vielerlei Hinsicht und oft, dass sie mir verbieten würden, die U-Bahn zu betreten. Natürlich hat es später doch damit angefangen, dass ich nicht mehr in die U-Bahn rein durfte. Aber das war auch eine interessante Erfahrung. Danach fand ich die Möglichkeit, doch einen Job auszuüben. Dieser Job hatte auch mit Behinderung zu tun. Ich wollte anderen Behinderten helfen und das wurde auch mein Beruf. Zuerst brachte ich anderen Rollstuhlfahrern das Umgehen mit dem Rollstuhl bei, wie man trotzdem die Treppen bezwingen kann, wie man auch in unserer Stadt mit einem Rollstuhl unterwegs sein kann, in unserem Land. Und in dieser Stadt war es damals mehr als aktuell, denn dieses zugängliche Milieu, dieses barrierefreie Milieu war damals überhaupt kein Thema hier. Dann wurde es allmählich langweilig. Ich wollte mehr soziale Projekte tun. Ich wollte mehr mit sozialen Projekten zu tun haben, die unsere Gesellschaft und die Wahrnehmung der Behinderten ändern würden.
Seit 2000 arbeite ich an dem Verein Perspektiva. Wir setzen verschiedene Projekte um, die darauf abzielen, konkreten Menschen zu helfen, aber auch die Gesellschaft zu ändern. Wir vermitteln Jobs, wir helfen Behinderten dabei, ihre Rechte wahrzunehmen, oder falls diese Rechte verletzt werden, dann greifen wir ebenfalls ein. Unsere Organisation, vielleicht kennen Sie diesen Namen, vielleicht haben Sie den Namen schon gehört. Wir haben relativ viele Projekte, sie sind ziemlich interessant, würde ich sagen. Wir waren unter den Ersten, die das Thema der inklusiven Bildung hierzulande aufgegriffen haben. Dieses Wort war damals fremd fürs russische Ohr. Und jetzt ist der Begriff inklusive Bildung bereits in den Reden unseres Präsidenten anzutreffen. Dieser Begriff steht in einigen Gesetzen geschrieben. Allmählich mit Mühe und Not, aber diese inklusive Bildung entwickelt sich auch hier in Russland. Ein wichtiger Punkt in unserer Tätigkeit: wir machen zum Beispiel ein internationales Filmfestival, Film barrierefrei oder Filme ohne Barrieren. Das sind Filme, die die Gesellschaft oder Menschen dazu bewegen, das Phänomen Behinderung anders zu sehen, anders wahrzunehmen und eine andere Einstellung zu finden, dieses Problem anders zu thematisieren. Letztes Jahr hatten wir bereits zum 6. Mal diese Filmfestspiele veranstaltet. Diese Festspiele finden einmal alle 2 Jahre statt und von Jahr zu Jahr wird diese Veranstaltung immer erfolgreicher. Wir haben immer mehr Zuspruch, immer mehr Reaktion in den Massenmedien. Jetzt ist unser Schwerpunkt die Jobsuche für behinderte Menschen und Jobvermittlung. Das ist sehr wichtig, denn ein Beruf, eine Erwerbstätigkeit ist etwas, was das Bewusstsein und die Weltanschauung der Person in vielerlei Hinsicht bestimmt. Insbesondere ist es wichtig für Behinderte. Wenn man selbst verdienen kann, wenn man auf keine fremde finanzielle Hilfe angewiesen ist, dann hat man eine ganz andere Weltanschauung. Man kann sich selbst anders realisieren, man kann sich selbst verwirklichen und man nimmt die Gesellschaft wirklich anders wahr. Unserer Gesellschaft fällt es einerseits leichter als der Deutschen, denn wir haben bereits die ganze Welterfahrung vor uns, vor Augen, und wir können diese Erfahrung einfach aufgreifen, ohne viele Fehler wiederholen zu müssen, die andere schon gemacht haben. Andererseits haften hier die Vorurteile und Stereotypen noch sehr stark, die mit den Menschen mit Behinderungen verbunden sind. Die Möglichkeiten solcher Menschen sind oft falsch eingeschätzt. Man weiß oft nicht, dass diese Menschen wirklich ein recht gefülltes, aktives Leben führen können. Unsere Gesellschaft entwickelt sich schneller als der Staat, würde ich sagen. Ich meine jetzt verschiedene Behörden. Aber trotzdem ist die Einstellung gegenüber Behinderten, vor allem seitens der Behörden, diese Einstellung sieht so aus, dass man solche Menschen versucht zu behüten. Es geht vor allem um Fürsorge und nicht um gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten, die globalen Standards entsprechen würden. Unser Land, was aber erfreulich ist, hat anfangs dieses UNO-Abkommen zuerst unterschrieben, dann auch ratifiziert. Wir halten das für einen sehr wichtigen Schritt. Und wir begrüßen sehr, dass die russische Regierung sich diesem Dokument angeschlossen hat. Vielleicht ist es den Behörden noch nicht so ganz bewusst geworden, was diese Unterschrift unter diesem Dokument bedeutet, was das wirklich ist und heißt. Das ist nicht bloß ein Blatt Papier. Nein, wenn wir verpflichten uns damit, auch Rechenschaft zu legen darüber, wie dieses Dokument auch umgesetzt wird. Wir sind verpflichtet zur Berichterstattung, aber das ist auch ein wichtiger Meilenstein. Das war ein Ziel und das war ein Höhepunkt, wo das Soziale die Oberhand gewonnen hat. Die sozialen Barrieren verschwinden allmählich, die zwischen Personen stehen. Unsere Bildung, unsere Gesellschaft, unsere Gesetzgebung entsprechen diesem Standard, diesem Ideal noch nicht ganz. Wir müssen noch vieles machen. Und was vielleicht am wichtigsten hier ist, vielleicht müssen wir dabei nicht so krass vorgehen, was mir auch manchmal leid tut, denn ich kenne die Erfahrung der Behindertenbewegung in Europa, in den Vereinigten Staaten.
Dort war das öfters auch viel interessanter. Man hatte Sit-ins in Bussen, man fesselte sich mit Ketten an, was weiß ich, öffentliche Verkehrsmittel, um zu zeigen, dass alles unzugänglich ist und nicht barrierefrei. Es gab sogar interessante Bilder in den Massenmedien. Ich glaube, das war das Capitol Building in Washington D.C. und Menschen stiegen aus den Rollstühlen aus und sie mussten kriechen, diese große Capitol-Treppe hoch, um zu zeigen, dass sogar solche wichtigen Behörden nicht barrierefrei sind. Bei uns verläuft alles noch etwas viel ruhiger. Manchmal bedauere ich es, aber andererseits ist es ein Zeichen davon, und ich hoffe, dass wir auch davon in vollem Maße Gebrauch machen können, dass wir wirklich diese Erfahrung anderer Staaten, auch die Erfahrung der Bundesrepublik, benutzen und dass wir in dieser Richtung viel schneller gehen werden, als wir jetzt es tun. Vielen Dank. Danke, Michael. Sie haben gleich mehrere wichtige Punkte erwähnt. Und ich glaube, meine erste Frage richte ich an Sie beide. Inwieweit ist das Problem der Behinderung ein medizinisches Problem? Und in welchen Fällen ist es ein medizinisches Problem? Also zunächst einmal war Behinderung natürlich immer erst vom ärztlichen Standpunkt gesehen, vom Defizit. Und das fällt natürlich auch auf den ersten Blick auf. Aber ich denke, nicht zuletzt durch die Arbeit der Selbsthilfegruppen, der Elternvereinigungen und aufgeschlossener Politiker wurde immer deutlicher, dass andere Aspekte mindestens ebenso wichtig sind. Und ich habe jetzt, also ich will nicht auf die Situation hier eingehen, das müssen Sie selber wissen oder sehen und erklären. Aber wir haben ja auch eine Entwicklung in Deutschland, als die beiden Teile von Deutschland zusammengekommen sind. Und die Länder in der ehemaligen DDR waren ja viel stärker geprägt von der Ausrichtung hier im Ostblock. Und als die Mauer fiel, hatten wir in der westdeutschen Behindertenbewegung den Eindruck, als ob Dinge, die wir, ich will nicht sagen, hinter uns gelassen haben, aber die stärker in den Hintergrund getreten sind, nämlich dieses medizinische Bild, dass das wieder sehr stark auch bei uns in Westdeutschland neue Kraft bekam. Dass wir also wieder uns anstrengen mussten, deutlich zu machen, dass Behinderung nicht unbedingt Krankheit ist. Dass Behinderung, wie Sie auch schon sagten, andere Aspekte, psychologische, soziale, die genauso wichtig sind, aber vielleicht sogar schwieriger zu bearbeiten sind als die medizinischen Projekte, die vielleicht eher zu realisieren sind. Also natürlich ist auch heute noch der medizinische Aspekt ein wichtiger Aspekt, aber er ist zumindest in Deutschland, nicht mehr der alles Prägende. Und ich denke, die UN-Konvention hat auch diese Abwendung von der rein medizinischen Sichtweise sehr deutlich gemacht. Ja, ich stimme dem voll und ganz zu. Das Ziel der Tätigkeit unserer Organisation besteht gerade darin, diese sozialen Aspekte hervorzuheben.
Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach auf der staatlichen Ebene. Ich habe gesagt, dass die soziale Politik unseres Staates meines Erachtens noch nicht genug tut. Dort spricht man vor allem vom medizinischen Modell der Behinderung, nicht vom sozialen Modell. Und das, was auch in den Köpfen der Menschen passiert, ich kann sogar meine Eltern als Beispiel anführen, das ist auch für sie nicht einfach, sich von diesem medizinischen, rein medizinischen Bild zu verabschieden, obwohl sie mich in diesem Zustand seit recht langer Zeit schon kennen. Und ich kann seit langem schon selbstständig mein Leben führen. Das passiert auch in einzelnen Köpfen, insbesondere wenn diese Personen vorher gar keine Erfahrung mit Behinderten hatten. Oder im Gegenteil, manchmal haben wir zu viel Erfahrung damit, wenn wir zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeiten, wenn diese Personen im Gesundheitswesen tätig sind. Warum heißt das auch dieses traditionelle Modell, das medizinische Modell? Weil gerade dieses Modell eine behinderte Person als eine kranke Person betrachtet, als einen Patienten. Man spricht ja vor allem über den Gesundheitszustand, über die Störung von der Krankheit. Aber das muss anders ausgerichtet sein. Man muss vor allem verstehen, dass die Behinderung einfach soziale Barrieren bedeutet, die die Behinderten daran hindern, die einen bestimmten Teil der Gesellschaft daran hindern, ein vollwertiges Leben zu führen und all das benutzen zu können, was auch alle anderen benutzen können. Danke für Ihre Kommentare. Ich habe nicht zufällig mit dieser Frage begonnen. Wenn es um angeeignete Behinderung geht oder um konkrete Probleme des Stütz- und Bewegungsapparates, die angeboren werden oder verschiedene somatische Störungen, dann ist es vollkommen klar, dass eine Behandlung, eine medizinische Behandlung notwendig ist. Man kann nicht umhin. Aber es gibt auch eine sehr große Gruppe von behinderten Personen, die zum Beispiel sensorische Störungen haben, zum Beispiel Sehstörungen oder Gehörstörungen oder andere Wahrnehmungsstörungen oder verschiedene psychische Probleme. Und hier bekommen wir dieses Problem sehr stark zu spüren. Denn auch diese Einschränkungen werden schon traditionsgemäß als rein medizinisches Problem betrachtet. Und in manchen Fällen führt es leider dazu, dass wir gerade eine gegenteilige Wirkung erreichen, dass wir mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Es führt nicht zur Integration einer Person in die Gesellschaft, sondern zu einer Segregation. Man denke zum Beispiel allein an Tageskliniken für psychische Störungen. Peter hat schon gesagt, in den 80er Jahren hat man die Idee von solchen Tageskliniken aufgegeben. Ambulant, vorstationär, das war das Motto. Und um dieses Thema jetzt noch einmal aufzugreifen, möchte ich Sie noch einmal fragen, was hat man in Deutschland getan, um diese Wahrnehmung zu ändern? Und hat man diese Wahrnehmung auch wirklich geändert in Bezug auf andere Gruppen von Behinderungen? Und was passiert jetzt hier in Russland? Was macht man jetzt in Russland? Es ist eine sehr witzige Situation. Ambulant, vorstationär, hat eigentlich in dem Augenblick Bedeutung gewonnen, als Politiker, die sich mit wirtschaftlichen Aspekten befasst haben, herausfanden, dass möglicherweise es billiger ist, wenn man ambulant statt stationär macht. Das heißt, es war im ersten Moment nicht einmal so sehr eine soziale oder politische Entscheidung, sondern eine wirtschaftliche. Dass man sagte, warum soll man nicht Wohngruppen, kleine Wohngruppen, auch in Wohngebieten haben, ohne die großen Einrichtungen. Und davon hat diese
Bewegung einen Zulauf bekommen. Aber ich muss auch die negative Seite erwähnen. Wir waren am Anfang unheimlich froh, dass diese Entwicklung eintritt. Aber plötzlich merken wir, dass eine Ausrichtung kam, nämlich zurück in die Familie. Das war aber nicht unsere Absicht. Das heißt, wir wollten nicht, dass die Einrichtung dadurch abgelöst wird, dass jetzt wieder die Betroffenen praktisch paternalistisch in der Familie gehalten werden, sondern dass sie ein selbstständiges Leben führen sollen. Und das war jetzt also der nächste Schritt. Aber die Grundhaltung, ambulant statt stationär, hat sich zumindest, und ich hoffe auch, für die nächsten Jahre durchgesetzt bei uns. Ja, bei uns ist es leider, bei uns ist, ja, Verzeihung, bei uns ist es leider nicht so optimistisch zurzeit. Das Schicksal eines Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten, seien es die psychischen Besonderheiten, sei es Down-Syndrom, Autismus oder Rückstand der psychischen Entwicklung, besonders im Erwachsenenalter, sind es meistens recht traurige Geschichten. Auch nicht im Erwachsenenalter, weil vor kurzem ich in einer Veranstaltung war und dort wurden die Statistiken gezeigt, dass mehr als 80% der Familien, wo ein Kind mit dem Down-Syndrom zur Welt gebracht wird, bleibt dieses Kind nicht in der Familie. Das heißt, dieses Kind wird direkt in das System der staatlichen Internate übergeben und stirbt sogar vor der Erreichung des Schulalters. Das ist recht häufig. Und alle Elternorganisationen, insbesondere ist es die, das wird alles durch die Eltern dieser Kinder unterstützt, die Eltern, die sich befassen mit den Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten. Sie versuchen, ein vollwertiges Leben für ihre Kinder zu gestalten, aber alle haben Angst, dass sie aus irgendeinem Grund nicht imstande sein werden, für ihre Kinder zu sorgen oder dass sie sterben, weil der einzige Weg in diesem Sinne sind wiederum diese psychoneurologische Internate, wo in den vier Wänden diese Person isoliert wird von der Gesellschaft, von dem Leben, und das ist ein langsames Sterben an sich. Und wir nehmen ständig Bezug auf die internationalen Erfahrungen, dass das Unterstützungssystem für solche Kinder in der Gesellschaft mithilfe von professionellen Assistenten, mit Hilfe von den Programmen, die das selbstständige Leben zum Ziel setzen, viel preiswerter ist als die Internate, weil da pro Person mehr als 1 Million Rubel pro Jahr ausgegeben wird, umgerechnet 25.000 Euro. Aber diese Argumente, die wir anführen, werden noch nicht im genügenden Maße gehört durch unsere Beamten, durch unsere Behörden, durch unsere Gesellschaft. Und häufig ist es auch ein recht korruptes Geschäft, weil diese Internate die Einrichtungen sind, wo größere Summen ausgegeben werden, nicht für die Kinder mit Behinderung, sondern für andere Dinge. Zusätzlich sind diese Internate große oder fast bedeutendste Arbeitgeber für Kleinstädte, wo fast alle lokale Einwohner arbeiten, und sie sind darauf angewiesen, um ihre Existenz zu sichern.
kann. Und die Situation ändert sich leider so gut wie gar nicht. Allerdings ist es auch unsere Zukunft. Und ohne solche Programme, ohne Anpassung der Menschen, ohne Integration der Menschen in die Gesellschaft, ohne Stilllegung von allen diesen Internaten, wird die Situation sich nicht entwickeln können. Und wir werden eine große Aufmerksamkeit dieser Frage schenken im Rahmen der Ratifizierung der UNO-Konvention über die Behindertenrechte. Dankeschön für diese ausführlichen Antworten. Und ich möchte eine recht provokative Frage jetzt stellen. Häufig sprechen wir darüber, dass das Ziel der Rehabilitationsmaßnahmen die Erreichung von der Gleichberechtigung für alle Menschen ist, darunter auch für die Menschen mit Behinderung. Über welche Rechte sprechen wir hier, über welche Rechte macht es Sinn, hier zu sprechen, und dieser Begriff Gleichberechtigung bzw. gleiche Rechte ein Mythos der Konsumgesellschaft ist. Wenn wir über die gleichen Rechte sprechen auf die Erreichung eines bestimmten Konsumniveaus, dass man den gleichen Zugang zu den sozialen Gütern hat. Also die gleichen Rechte, was heißt das? Worin sind diese Rechte gleich? Im Konsum, in der Zugänglichkeit von bestimmten sozialen Gütern, oder sind es die gleichen Rechte für die Lebensversorgung oder auch auf die Möglichkeit zu arbeiten oder selbstständig zu leben? Wo sind die Grenzen dieser Rechte? Und worüber sprechen wir, wenn wir über die Gleichberechtigung der Behinderten sprechen? Über welche Rechte geht es speziell? Gleichberechtigung ist eigentlich im Augenblick, obwohl es natürlich damit zu tun hat, aber im Augenblick gar nicht unser Schlagwort. Unser Schlagwort ist Teilhabe an der Gesellschaft, und zwar in allen Bereichen. Es wird nie eine völlig gleiche Zugänglichkeit zu den einzelnen Bereichen geben, aber nicht nur bei Menschen mit Behinderung, auch nicht alle, die nicht behindert sind, haben die gleichen Zugänglichkeiten. Da spielt Bildung eine Rolle, da spielt Finanzmittel eine Rolle. Also in dieser Form wird es sicher in der Gesellschaft immer unterschiedliche Ausgangslagen der Personen geben. Aber was wichtig ist, ist, dass die Möglichkeit praktisch seinen Fähigkeiten entsprechend an der Gesellschaft teilzuhaben, auch sie mitzugestalten, dass diese Möglichkeit allen offen stehen muss, auch Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, es war Michael, der sagte, die UN-Konvention geht ja weit über das hinaus, worüber wir heute hier sprechen. Denn wenn wir eine inklusive Gesellschaft fordern, dann ist das eine Gesellschaft, die genauso Ausländer, Migranten, alle, die eigentlich so am Rande der Gesellschaft leben, mit einbeziehen und ihre Erfahrungen nutzbar einbringen können und nicht nur Menschen mit einer Behinderung. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir diese gleichen Interessen von Menschen mit einer Behinderung und anderer sogenannten Randgruppen, dass wir die bündeln, um tatsächlich uns diesem Ziel zu nähern. Uh,
Ja, ich werde mich auch ganz kurz fassen. Das Wichtigste ist, also die Aussage, die Sie jetzt ausgesprochen haben, es geht hier nicht um die Gleichberechtigung, die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten. Da kann man ein Gleichheitszeichen setzen. Das sind die gleichen Möglichkeiten für eine Person mit Behinderung, die Bildung zu bekommen, eine Arbeitsstelle zu bekommen, sich frei in der Stadt zu bewegen, nicht diskriminiert zu werden, egal in welchem Lebensbereich. Das sind wichtige Aspekte, das sind wichtige Punkte. Die gleichen Rechte bedeuten auch die Wahlfreiheit, damit ich die Möglichkeit habe, nicht nur zu Hause zu arbeiten. Wenn ich zu Hause arbeiten will, dann arbeite ich zu Hause. Wenn nicht, dann fahre ich jeden Tag ins Büro und dabei spüre ich keine Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Barrieren in der städtischen Umwelt. Wenn man keine Barrieren verspürt in der Umsetzung der eigenen Möglichkeiten, dann bedeutet es das Konzept der Gleichberechtigung und das gibt der behinderten Person die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Dankeschön. Und jetzt beginnen wir mit dem zweiten Teil unserer Diskussion. Bitte sehr, Sie haben Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe eine Frage an Peter Radke und daher meine Frage. Wie hat sich der Grad der Wohlgesinnung, der Gutmütigkeit gegenüber behinderten Personen während ihres Lebens, während dieser Zeit, wie hat sich das geändert? Was die Veränderung im Laufe meines Lebens in Deutschland anlangt, vieles hat sich zum Positiven verändert. Wenn ich heute in München, wo ich wohne, irgendwo hinfahren möchte, dann sind fast alle U-Bahn-Stationen mit einem Aufzug oder mit Rolltreppen erreichbar. Oder die Veranstaltungen sind fast alle, insbesondere wenn es öffentliche Gebäude sind, öffentlich zugänglich. Als Kind bin ich von Privatlehrern unterrichtet worden, weil mich keine Schule aufgenommen hat mit meiner Behinderung. Heute gäbe es mehr Möglichkeiten. Entweder die schlechtere Möglichkeit, dass ich in einer Sonderschule, in einer Förderschule unterrichtet worden wäre, oder auch inzwischen die bessere Möglichkeit in einer Regelschule. Auch das hat sich geändert. Und dass ich die Karriere, wir haben ja da ganz bewusst das auch erstmal ausgespart, dass ich die Karriere als Schauspieler und Filmdarsteller gemacht habe, das wäre zu, ja, vor 1950, 60 nicht möglich gewesen. Das sind alles sehr, sehr positive Entwicklungen, die wir erlebt haben und von denen ich mir auch wünschen würde, dass sie auch bei Ihnen machbar wären. Aber vor allem möchte ich doch trotz allem warnen. Sie haben gesagt, Erwerbsleben ist das mehr oder weniger Erstrebenswerte. Und ich selber weiß auch, was es bedeutet, 1,5 oder 2 Jahre arbeitslos zu sein. Das ist eine ganz, ganz schlimme Zeit. Man zweifelt an sich selber. Aber trotzdem möchte ich sagen, wir sollten auch nicht die Arbeit als das einzig Glücklichmachende hinstellen, sondern das Erleben in der Gemeinschaft, das sich aufgehoben fühlen in der Gemeinschaft. Was natürlich auch im Arbeitsleben möglich ist, aber auch außerhalb des Arbeitslebens. Ich denke, das ist auch das Wichtige.
Ich hätte eine Frage an Peter. Mein Name ist Natalia Kolpakova, Firma Indoxin. Eine Frage betrifft Folgendes. Sagen Sie, wie wirkt die Kirche in der deutschen Gesellschaft mit den Behinderten zusammen? Was könnten Sie zu der Tätigkeit der Kirche sagen in diesem Zusammenhang? Also ich denke, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, und zwar auch geschichtlich differenziert. In der DDR spielte die Kirche eine ganz große Rolle in der Behindertenarbeit oder auch Behindertenbetreuung, weil der Staat sich für einen Teil der Betroffenen nicht so besonders interessierte. Und da ist die Kirche sehr stark eingetreten. Im Westen war von Anfang an eine stärkere Selbsthilfe eben vorhanden durch die Elternvereinigungen und die Vereinigungen der Betroffenen. Das bedeutet nun nicht, dass die Kirche sich da völlig zurückgezogen hat, aber sie war nicht in gleicher Weise gezwungen, praktisch eine Lücke zu füllen, die sonst der Staat nicht gefüllt hat. Heute sind viele Einrichtungen noch immer in der Hand der Kirchen, aber das ist eben auch ein bisschen das Problem, weil genau diese Einrichtungen in Frage gestellt werden und natürlich dadurch auch die Kirchen mit ihren Großeinrichtungen ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß, dass jene stationären Einrichtungen, die sich allmählich öffnen und kleinere Wohngruppierungen schaffen, dass die auch ihre Schwierigkeiten mit ihren eigenen Mitarbeitern bekommen, weil die Angst haben, dass sie vielleicht ihren Job verlieren oder nicht mehr gebraucht werden. Die Kirche ist sicher noch wichtig, aber es ist kein Geheimnis, dass insbesondere durch Skandale in den letzten Jahren sie unheimlich an Einfluss eingebüßt hat. Спасибо. Danke schön. Ich bin Viktor Schisliwi von der regionalen Organisation Kräftige, junge und glückliche Behinderte. Eine Frage an die beiden Teilnehmer der Diskussion. Wann waren Sie letztes Mal verliebt? Und ich spreche jetzt nicht von der platonischen Liebe, sondern von ganz normaler körperlichen Liebe. Und welche Folgen hat es gegeben? Familie, Kinder und so weiter. Dankeschön. Das ist eine Frage an die beiden, nicht wahr? Ja, erst an mich war die Frage. Ich, bei mir war es vor kurzem der Fall im November des vorherigen Jahres und ich habe einen wichtigen Schritt gemacht. Ich lebe jetzt zusammen mit meiner Freundin. Das ist nicht meine erste Erfahrung. Ich hatte viele Liebesgeschichten, die mal kürzer, mal länger waren, aber ich bin schon ein alter Lediger, aber ich habe es mich doch dafür entschieden, zusammen zu leben mit der Freundin und da wir miteinander gemeinsam noch ganz kurz wohnen, das, was Sie erwähnt haben, passiert bei uns auch relativ häufig. Die Frage ist ja jetzt, soll ich ehrlich antworten oder nicht ehrlich? Meine Frau ist nicht da, ich könnte also durchaus ehrlich antworten. was also schon sagt, ich bin verheiratet und das schon seit über 30 Jahren. Was Kinder anlangt, nein, wir haben keine leiblichen Kinder, aber wir haben ein Kind, kann ich nicht mehr sagen. Eine 30-Jährige, also schon seit 10 Jahren oder 12 Jahren, adoptiert. Eine Chinesin, die bei uns lebt, die auch ihren eigenen Beruf hat und die jetzt
alternden Eltern auch betreuen wird. Verliebt, da gibt es kein Alter, in dem man nicht mehr verliebt ist, gibt es immer wieder auch nicht unbedingt platonische Verhältnisse. Aber ich denke, ich sage das jetzt mal einfach so salopp, ich glaube, auch was ich von anderen Kollegen weiß, und damit will ich niemanden abwerten, es ist oft nicht die Schwere der Behinderung, die es hindert, dass man einen Lebenspartner oder einen Menschen findet, der einen mag, sondern es ist auch eine gewisse Ausstrahlung, auch die Frage, ob man zu sich selbst Ja sagt oder ob man durch die Welt geht mit dem Bewusstsein, naja, mich findet ja sowieso keine attraktiv oder so. Also ich denke, es spielt eine ganz große Rolle und ich habe sehr schwerbehinderte Menschen kennengelernt, die eine Partnerin oder einen Partner haben und wo man eigentlich sagen würde, ja, dass der oder die jemand gefunden hat. Bei uns sagt man, wo die Liebe hinfällt, da passiert es halt. Shamil Bakhtiev ist mein Name. Ich vertrete eine Behindertenorganisation. Wie motiviert man sie richtig? Wie motiviert man richtig die Behinderten, damit sie zu vollwertigen Mitgliedern einer Gesellschaft werden können? Oder wie motiviert man die Gesellschaft? Wie motiviert man die Behinderten? Genau, wie motiviert man die Behinderten, damit sie lernen gehen, damit sie sich auf ein Studium einlassen? Ein Rezept zu geben. Ich glaube auch, dass es kaum möglich ist, dass ein Mensch mit Behinderung ohne Hilfe von anderen diese Herausforderungen schafft. Das kann die Stütze durch seine Eltern und Angehörigen sein. Das kann eine Hilfe durch verständnisvolle Lehrer oder Mitarbeiter von Einrichtungen sein. Aber er braucht auch von außen eine Stütze, um diesen Weg zu gehen. Was mich anlangt, weiß ich, wenn ich nicht meine Eltern und insbesondere meine Mutter gehabt hätte und wenn ich nicht später dann meine Frau gehabt hätte, die mich in meinen Aktivitäten unterstützt hat und mir auch ja, den Freiraum geschaffen hat, den ich brauchte, dann wäre ich auch nicht das, was ich heute bin. Ich habe meine Geschichte bereits erzählt. Ich wurde seinerzeit vom Beispiel anderer behinderter Kinder inspiriert und motiviert. Sie konnten ein interessantes Leben führen, zumindest das war mein Eindruck. Und ich habe damals gesehen, ja, das ist möglich. Ich bin Toni, ich begleite den Peter. Und ich möchte das einmal aus einer anderen Richtung kurz kommentieren. Ich selbst bin vom Beruf her Krankenpfleger. Und habe vor ein paar Jahren erst angefangen, mich mit, wir sagen da nicht mehr Patienten, sondern Klienten in der außerklinischen Intensivpflege betreut. Das heißt Heimbeatmung zu Hause. Patienten, die selbst alleine nicht mehr klarkommen, nicht mehr atmen können, die wir dann begleiten. Und ich habe auf diesem Wege in einer Schule arbeiten können, wo ich erst später festgestellt habe oder vernommen habe, dass die Frau von Peter dort als Lehrerin gearbeitet hat. Das ist eine große Schule, wo man sich speziell darauf konzentriert hat, mit Kindern zu arbeiten, die die unterschiedlichsten Behinderungen haben. Und es braucht eigentlich Leute
im normalen Umfeld, die auch medizinisch bewandert sind oder eigentlich auch viel mehr kreativ sind, die Interesse haben, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Ich bin für Kinder die rechte Hand gewesen, das Sprachrohr, wenn sich ein Klient nicht mehr äußern konnte, sondern mit mir nur über Augenkontakt kommunizieren kann, dann bin ich der Dolmetscher für die andere Außenwelt, um zu sagen, was er oder sie möchte. Und ich kann nur von meiner Position aus sagen, dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat und viel gegeben hat, auch in dem Lernen von Kommunikation mit solchen Menschen umzugehen und zu sehen, was so ein Mensch, der nach außen hin, auch wie wir sie hier vorne jetzt sehen, Peter ist jetzt ein Sonderfall, weil er für sich selber gut sprechen kann, aber andere Klienten auch oder mit Behinderungen körperlich oder sprachlicherseits, wo man etwas mehr helfen muss. Ich war begeistert, was diese Menschen tatsächlich alles können, wenn man vielleicht nur ein wenig dazu beitragen kann. Hilfsmittel basteln, aufmerksam sein, weil andere das nicht können und anderen Leuten in dem Zusammenhang die Angst nehmen, dass ihnen keiner etwas tut, dass man ihnen helfen kann, dass man sie anfassen oder ansprechen kann, ohne dass man etwas kaputt macht. Nicht immer. Auch Peter hat davon schon seine Erfahrung gemacht. Aber dass man den Leuten eigentlich dabei unterstützt, dass die andere Bevölkerung die Angst verliert und sie ganz normal anspricht, über die Straße hilft, aber sie nicht bevormundet, sondern dass man ihnen die freie Wahl gibt, zu sagen, ich brauche Hilfe, dass auch solche Menschen keine Angst haben, brauchen mehr jemanden anzusprechen. Das wollte ich dazu nur sagen. Vielen Dank. Und gleich mich an Ihre Frage anknüpfend möchte ich vielleicht die abschließende Frage an unsere beiden Gäste stellen. Was würden Sie sagen? Was für strategische oder auch taktische Schritte in Bezug auf Behinderte müssen in der nächsten Zukunft oder auch in der langfristigen Perspektive getan werden in Russland und in Deutschland? Wie sieht diese Perspektive aus? Ich glaube, ich fange hier an, weil Deutschland etwas weiter fortgeschritten ist als wir. Ich glaube, hier geht es vor allem darum, dass die Internate, dass die Heime verschwinden, die jetzt existieren in ihrer jetzigen Form, und dass die Menschen wiederum eingegliedert werden in die Gesellschaft. Dieser Schritt, nämlich die Heime in alter Form, in der alten Form abzuschaffen, es ist jetzt die höchste Zeit dafür, und wenn unser Staat sich tatsächlich dafür entschließt, dann wird es das Leben vieler Behinderter, eigentlich aller Behinderter, ändern. Entschuldigen Sie, wenn ich einfach ein Wort zu der Dame vorhin sagen muss. Nur eine Frage. Sind Sie sicher, dass Ihr Kind glücklich ist? Medizinische Fortschritte sind sicher wichtig, aber fördert man auch jedes Mal das Glück des Betroffenen? Ich erinnere mich an Contergan-Fälle, an Menschen mit Contergan, denen man Prothesen angezogen hat und die, als sie dann ins Erwachsenenalter kamen, als erstes die Prothesen weggeschmissen, weil das zwar von den Eltern gut gemeint war, aber ob es ihr Glück erhöht hat, war die andere Frage. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Als ich 10 Jahre alt war, waren meine Eltern vor die Frage gestellt, sollen wir jetzt dieses Kind versuchen, durch die verschiedensten Kliniken so zu betreuen, dass die Knochen gerade werden, dass es vielleicht sogar stehen kann, gehe nicht, aber wenigstens stehen kann. Aber das hätte bedeutet, dass ich auf keine weiterführende Schule gekommen wäre. Und sie haben sich dann dafür entschieden,
den anderen Weg, den des Kopfes, zu fördern. Und ich bin Ihnen dankbar dafür. Und ich denke, wir müssen aufpassen, gerade auch als Eltern von Betroffenen, dass wir auch auf die Stimmen unserer Kinder hören, dass wir uns bei erwachsenen Betroffenen informieren, wie habt ihr eigentlich eure Kindheit erlebt und was ist sinnvoll und was ist umgekehrt vielleicht hinderlich an einem glücklichen Leben. Ich habe vor kurzem gerade einen Bericht über Bhutan, den Staat Bhutan im Himalaya-Gebirge gesehen. Und der dortige Monarch hat ein eigenes Bruttosozialprodukt praktisch entwickelt, nämlich, dass er nicht nach Bruttosozialprodukt, sondern nach Glücksprodukt urteilt, nämlich ob in dem Staat dadurch das Glück der Bürger erhöht werde. Und ich denke, das Glück oder auch der Augenblick des Glückes. Sehen Sie, wenn ich meine Kindheit anschaue, diese Behinderung bedeutet, dass man sehr, sehr viele Knochenbrüche erleidet, gerade in der Kindheit. Und wenn man mich von außen sieht, dann würde man sagen, was ist das für eine Kindheit gewesen? Der ist teilweise die ganze Zeit nur im Bett gelegen, hat Schmerzen gehabt. Das ist doch eigentlich gar nicht objektiv positiv zu sehen. Und ich sehe heute meine Kindheit als etwas unheimlich Glückliches. Man kann also nicht unbedingt die Länge von Unglück und Glück gegeneinander aufwiegen. Vielleicht ist eine Sekunde des Glücks wichtiger als 100 Stunden Schmerz oder Unglück. Also, was man tun kann, ich denke ganz, ganz offen auf die Betroffenen hören und dort, wo sie nicht selber für sich sprechen können, ihr Anwalt sein. Ich denke, das kann man tun. Und da sollte man eigentlich nicht warten in 20 oder 30 Jahren, sondern ab morgen schon.